Und nochmal herzlich willkommen hier bei Let's Play Season 5 Hardcore. Und ja, wir schauen mal, was heute hier so sich ergibt. Also, ich habe überlegt, oder ich habe mir echt Gedanken gemacht, was nehme ich für eine Klasse? Und bei mir ist definitiv, ja, ein bisschen zurückgeblieben. Nicht ich, sondern die Klasse Mage. Mage habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Also, ich glaube, das kann man... Boah, das wird noch 2014 gewesen sein, wo ich Mage aktiv gespielt habe. Dementsprechend, wir machen jetzt einfach mal Mage auf Hardcore Season. Ich meine, wir haben da eigentlich hoffentlich dann genug Platz, dass wir auch einen zweiten Char machen können. Aber jetzt hier der Mage zusammen mit dem Hesse. Hallo Hesse. Hallo Kraxel. Naja, das war jetzt nicht so erotisch wie gerade. Gerade war schöner. Mal gucken, vielleicht schneide ich das noch rein. Ja, jetzt ist hier natürlich die Name, wie nenne ich meinen Char? Das ist gar nicht so einfach. Ich würde sagen, warte mal, Mage, Kraxel, warte mal, Mörxel, Mischung aus Kraxel und Merlin, Mörxel. Sehr gut, okay, ich habe Hardcore angemeldet, ich habe Season angemeldet, das heißt, ich kann mir den Held erstellen. Und auch hier die bewusste Meldung, nicht Fehlermeldung, es ist eine Meldung. Sie haben einen saisonalen Hardcore-Helden erstellt. Sie können keine nicht-saisonalen Gegenstände aus ihrer Beutetruhe verwenden. Darüber hinaus starten sie mit 0 Gold und müssen alle Handwerker neu ausbilden. Ja, also alles ungelernte Arbeitskräfte hier, das kenne ich ja von Arbeit, von daher ist das nicht so schlimm. Wenn dieser Held stirbt, ist sein Tod permanent. Sie werden sämtlich ausgerüstete Beute verlieren, die der Charakter zu diesem Punkt bei sich trug. Der Kundendienst wird in einen gefallenen Hardcore... Was? Achso, wird eingefallen... Achso, okay, man soll Zähne lesen. Der Kundendienst wird eingefallen in Hardcore-Helden unter keinen Umständen wiederbeleben. Ne? Gut. Annehmen. Lass mal's rocken. Merkst du dir gut. Ja, ja, das wird, ja. Ja. Wir werden sehen, wir werden sehen. Gut, also, du hast dir schon einen neuen Char erstellt, oder? Meiner ist schon fertig. Dann lad mal ein, mein Fräulein. Schreib mal was im Chat. So. Achso, ich muss natürlich noch Schleichwerbung machen. Ich kann dich gar nicht einladen. Warte mal. So, ja, ich bin D&D, glaube. Dann lad du doch mich ein. Oh, jetzt bin ich aber verfügbar für dich. Jetzt kannst du mich auch einladen. Oh, okay. Siehst du? So einfach geht das. Gut, was machen wir? Das ist eine gute Frage. Worauf hast du denn Lust, mein Freund? Ach, ich richte mich noch. Du siehst ja, meine Paragon-Stufe ist schon ein bisschen höher. Ich muss gerade mal gucken. 600 auf Hardcore müssen wir festhalten, ne? Auf Hardcore. So weit bin ich nicht mal Season 5. Aber gut, okay. Lass mal das mal so im Raum stehen. Ja. Ja. Also, ja. Nicht ganz so schwer, bitte. Ne? Nicht also, ganz so schwer? Nicht ganz so schwer. So. Okay, warte. Und ich würde, weiß nicht, Riften oder Bounties? Wie du möchtest. Entscheide ich. Ich starte mal. Ja, starte einfach mal. Komm, wir entscheiden das gleich total spontan hier. Dann gucken wir einfach mal. Aber ich glaube, irgendjemand wollte noch mit. Einfach in die Community. Zungenbrecher. Einfach in die Community Kraxel via Runs kommen. Und einfach schreiben: hier Kraxel, dann laden wir euch ein. So, 0 Gold, kein Zeug dabei, das ist schon ein bisschen fatal. So, ich bin ein Mage, das heißt, ich gehe mal ganz kurz zur Zauberin, gehe ins Inventar rein und klaue mir den scheiß Dagger. Mache ich nämlich schon mal ein bisschen mehr Schaden. Kannst du übrigens auch machen, ne? Habe ich schon. Ah, okay. Ist ja gut. Ich gebe nochmal Tipps, weißt du? So, okay, pass auf. Weiß ich nicht, Riften, lass uns mal einen Rift machen hier, spaßeshalber. So, der erste Rift Hardcore Season 5. Ich bin mal gespannt, wer zuerst den Löffel abgibt, mein Freund. Du weißt schon, ich bin ein hoch ausgebildeter Spieler. Das heißt, ich werde das so drehen, dass du zuerst stirbst. Meinst du? Ja, mit Sicherheit. Die Zuschauer können ja Wetten abschließen. Ja, das. Ja, ihr könnt mal eine Straw-Poll-Umfrage machen. Ich veröffentliche die dann. Aber wir nehmen auch noch jemanden dazu, ne? Also wenn ihr Bock habt, kommt einfach in die Community Kraxel Vira Runs und dann geht's los hier, meine Lieben. Ich hätte gerne eine AOE-Skill.
Wirst verfolgt. Musst du noch ein bisschen warten. Ja, ich sehe das schon. Was? Neue Fertigkeitsplatz verfügbar. Ja, das ist wunderschön. Hat ein Level-Up so an sich. Aber ich bin hier voll der DD, ey. Ich one-hitte die fast alle. Mal gut, dass du mich dabei hast. Ja, warte, ich lass dich mal tanken vorne. Ja, mach das mal. Wobei, ja gut, jetzt haben wir hier normal, ne? Das ist, traust mir gar nichts zu, ne? Nee, ich glaube, wir können dann schwer spielen. Ja. So, ich zieh mal ganz kurz da jemanden runter. Und erstmal moin an alle Zuschauer auf Twitch. Schön, dass ihr einschaltet. User was moved to your moin, PCP, die nee, MCP, ja. Was? Sag nochmal hallo, bitte. Trial. Was? Verstehe ich nicht. Trial. Hesse, verstehst du das? Nein. Es wird schon wieder so unberechenbar hier, weißt du? Das ist nämlich so ein Grund, warum ich ungern Leute ins Teamspeak hole. So, Gino, ist jetzt normal hier. Einen schönen guten Abend. Trial. Du machst dir Feinde, ne? Ich schieb dich wieder hoch, wenn du böse bist, mein Freund. Trial. Da passiert irgendwie nichts, ne? Ich weiß nicht, was da rauskommt. Aber ich glaube, er macht das gar nicht mit Absicht. User disconnected from your channel. Ich glaube, da liegt ein kleiner Fehler vor. Hesse, du bist doch PC-Nerd. Was ist da passiert? Klär uns auf. Ich? Ja, sicher. Wenn nicht du, wer dann? Du hast auf alles immer eine Lösung. Ich bin mir da nicht so sicher. Du hast auf alles immer eine Lösung, mein Freund. Quatsch, ich hab keine Ahnung. Außer ich hab Feierabend. Ach so, okay, du redst hier immer raus. Ja, natürlich. Ich sehe gerade, hier sind. Ich hab schon voll die Sachen bekommen. Warum zieh ich die nicht an, verdammte Axt? Ja, sehr gut, okay, nice. Problem ist natürlich jetzt, wir haben verschiedene Klassen, ne? Es wäre natürlich super gewesen, wenn wir beide eine Stärke oder beide eine In-Klasse genommen hätten. Aber gut, okay. Ist halt so, ne? Ach, das macht nichts. Ja gut, du hast jetzt 647 Paragon-Level Vorsprung. Die ich definitiv noch einholen werde. So ist nicht. Willst du eine Challenge draus machen? Nein, danke. Das lassen wir mal besser sein. Seh erstmal zu, dass du Zip wirst. Ja, gut, okay. Aber wir sind schon Level 4, ne? Ich meine, es läuft. Oh, da unten ist ein Schrein. So, ich zieh nochmal den Genius runter. Zack. So, Veo, du sprichst jetzt nicht vernünftig. Ja, geht doch, mein Freund. Tut mir leid, mein Teamspeak hat irgendwie gerade rumgespackt. Ja. Weißt du? Ja. Unglaublich. Nein, alles gut. Herzlich willkommen hier bei uns. Dein erster AC-Char sehe ich. Du bist genauso unerfahren wie ich. Ja, HC schon. Allgemein? Also Season HC. Okay, aber allgemein HC hast du schon gespielt? Ja, natürlich, ich bin schon okay. Paragon 600. Oh, okay. Das heißt, du weißt, wenn du stirbst, dann bleibst du tot. Ja, also ich kenne mich schon aus. Ich auch, und das ist das Problem. Das ist das, was mir irgendwie Angst macht. Aber gut, das kriegen wir irgendwie hin. So, hier haben wir noch ein Höschen. Lass in die nächste Ebene gehen. Brauchen wir nicht so viel rumlatschen hier. Also, nichts wegwerfen. Braucht die Metz. Ja, ich kann leider auch nichts großartig wegschmeißen. Weil hier sind wir alle erstmal Ego-Mode auf unsere ganzen Metz angewiesen, ob wir wollen oder nicht. Leider. Aber das kriegen wir hin. Mal, Hesse, ich ernsthaft. Ich schmeiß euch ein bisschen was raus. Hesse, ernsthaft jetzt, ne? Warum zur Hölle bist du Paragon 647 auf Hardcore Season 5? Also ich habe schon viel Krankes gesehen im Leben, ne? Aber du setzt da noch ein kleines Tüpfelchen drauf. Findest du? Findest du wenig. Naja, also ich mit Diablo angefangen habe, weil ich irgendwie so überhyped. Ich habe in der ersten Woche Paragon 300 erreicht und in der dritten war ich dann schon 600. Weil ich finde, Season 5 geht relativ fix zu Level, ne? Also ich bin jetzt auch schon. Das ist wohl wahr. Ja, ich bin jetzt auch schon 400 und vorhin übrigens geworden, ne? Da kann man ruhig mal klatschen. GZ. Danke. Yeah. Und, Party hard! Hype.
Ja, definitiv. Und das ging relativ fix. Ich weiß gar nicht, ich kann gleich mal gucken, wenn wir mal stattfinden, wie viele Spielstunden ich habe auf meinem Char. Aber das sind jetzt nicht übermäßig viel, dass ich sagen müsste, ich habe da jetzt super gesuchtet, weißt du? Würdest du ja auch nie tun. Ach, um Gottes Willen, ey. Als ob ich suchten würde. Nie, nie. Ah. So, okay, jetzt habe ich erstmal wieder mein OBS auf dem Schirm. Ich bin gerade noch so um Router-Neustart herumgekommen. Das ist immer das Problem. Ich habe vorhin noch was hochgeladen, die neue Fallout-Folge. Und dann sagt sie mein Router immer gerne, nee, komm, das reicht dann heute, ne? Dann muss ich den das einmal neu starten und dann hat er wieder die volle Anbindung. Achso. Ja, dann muss ich heute Abend gleich wieder den nächsten Part gucken. Ach, guckst du Fallout? Ja, alles bei dir eigentlich. Erzähle nicht. Das ist doch mal ein Zuschauer, weißt du? So wünscht man also sich das. Also noch nicht so lang, sondern erst seit einem Monat oder so, aber... Ja, sehr geil. Das freut mich zu hören. Was ich bis jetzt gesehen habe, gefällt mir. Das freut mich zu hören. Goblin voraus. Ah. Ich zieh mich direkt mal um. Okay. What? Okay, Schatzgoblin. Ja geil, wenn jetzt hier Portal öffnet. Nein, leider nicht. M-Rift. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Start, den du haben kannst. Hesse direkt wieder mit seinen Fakten hier, weißt du? Im Griff, du vollen Noob, weißt du? Ach ja, stimmt, fällt mir auch gerade das an. Ja, gar nicht. Boah, ich finde hier die arkane Kugel sehr, sehr mächtig. Ein mächtiges Stück. Nice. Ein mächtiges Stück. Was meint er? Wer von uns findet als erstes ein Legendary? Okay. Also letztens war es ich, also wie ich mit meinen Freunden gespielt habe, Season Beginn, hatte ich ein Legendary schon auf Stufe 7. Okay. Wahrscheinlich Lyric Siegelring. Nein, ich weiß gerade gar nicht mehr, was das war. Ich war, glaube ich, Schuhe. Okay. Ich weiß aber nicht mehr aus, wenn ich wäre, genau. Wollen wir uns näher die Krone holen von Leoric? Können wir machen. Ja. Oh, ich muss glaube zur Stadt. Ich bin etwas überfüllt. Ja, dann lass uns alle porten. Ja. Dass wir alle zusammen wieder im Rift sind, ist mir irgendwie sicherer, weißt du? Ja, alleine gehen ist bei Hardcore so riskant. Also jetzt noch. Ja. So, mein Handwerker, komm mal her. Ach, ich vercrap jetzt einfach alles davon. So. Ich schmeiß euch mal alles raus, was ich nicht brauche. Yeah, Matt! Genius, kannst du ruhig nehmen. Nee, ich lasse den Fortschritt. Ah, brauchst du nicht. Wobei, ich guck mal, ob ich was da dabei hab, was ich brauche. Ansonsten den Rest schmeiß ich raus. Jo. Ich bin jetzt nicht der, wie sag ich so, also irgendwie mit Matt so übertrieben herum alles gambelt und so weiter. Ja, wobei, der Vorteil ist natürlich, Hesse ist jetzt auch ein Krusi, der ist auf Stärke, das heißt, da hast du vielleicht einen guten Punkt. Ich hab einen Krusi. Ja, deswegen, du hast einen Krusi, Hesse auch. Das heißt, ihr könnt euch ja die Items teilen nebenbei, weißt du? Ja, mal gucken, vielleicht ist was dabei. Komm, ich schmeiß dir jetzt raus, gönn dir, mein Freund. So. Wir haben übrigens noch einen Platz, liebe Zuschauer. Ihr könnt noch dazu joinen, wenn ihr Bock habt. Season 5 Hardcore. Ach, wir haben übrigens noch ein Buch, ne? In der alten Rostlaube hier. Zwei Stück, glaube. Nummer 1. Bei Salt and Cool Drop auch eins. So, ja, habe ich gerade schon aufgehoben. Hier ist doch noch eins, genau. Na ja, gut, bringt nur ein bisschen EP, aber immerhin. Wer den EP nicht ehrt, ist der Paragon 50 Millionen nicht wert. Sag ich auch immer. So, okay, können wir weiterziehen, ne? Und wie viel Schaden habt ihr gerade so? Ich hab gerade noch 14, irgendwas. 38. WTF? Ach so, du hast deine scheiß Paragon-Punkte, ja. Scheiß Cheater. Ich habe 11,92 und ich bin stolz drauf. Ich hasse das immer so sehr. Ich habe mich bis jetzt irgendwie immer davor gedrückt. Season habe ich die aktuelle jetzt seit Start gespielt. Ja. Irgendwie Hardcore. Hat mich schon irgendwie gereizt. Irgendwie hat mir die Motivation gefehlt, weil die ganzen Paragon-Punkte ja alle nicht da waren. Und, ja, das stimmt. Ich weiß nicht.
da fällt mir Neustadt dann immer irgendwie schwer, sag ich mal. Ah, wobei, ich finde immer, also gerade bei sowas ist der Anreiz viel höher, finde ich. Also ich spiele sowas unheimlich gerne. Wenn man komplett von Null anfängt, ja, so als nur. Einmal als Vollnoob da reinspringt sozusagen. Das macht mir unglaublich Spaß. Spaß macht schon nur. Ja. Eine ist irgendwie immer ein bisschen blöd. Mit ja. Freunden bzw. anderen macht es halt immer noch mehr Spaß. Genau, das ist es. Ne? Ich wollte gerade sagen, wenn du das alleine machst, dann ist da der Nachteil natürlich. Dann kommt schnell Frust auf und Langeweile. Aber wenn man das in der Gruppe macht, finde ich das eigentlich sehr, sehr geil. Wenn wir dann gemeinsam sterben. Richtig. Ich lasse euch den Vortritt aber zur Not, ne? Ich bin ein Gentleman, was sowas angeht. Die Season kann man jetzt hier aber nicht nochmal spielen, sprich, dass man nochmal die Hedwig's Gifts kriegt. Nee, nur einmal, ne? Schade, schade. Dann heißt es Dawn and Set auf altmodische Art und Weise farmen. Falls genau. Wir überhaupt 70 kommen. Ja, aber ich meine, es geht ja relativ fix, ne? Ich meine, wie schnell man so ein Ding zusammen? 70 ist drin, ne? Oh, Goom. Goom. Danke fürs Follow an, Red Racer. So, boom, boom, boom. So, ein paar nette Sachen gefunden. Ja, guck mal eine an. Da haben wir eine Brust. Oh, ein neues Hose, Schuhe. Messer. Okay, super. So, jetzt bin ich auch bei 15,6. Trium schreibt gerade, ich soll zeigen, was mein Mischpult kann. Da zeige ich euch, wenn wir in der Höhle irgendwo drin sind. Mitz! Genau, sollen wir ein bisschen höher stellen? Ja, lass uns höher stellen, das ist so ein... Können wir machen. Ich denke, schwer geht auf jeden Fall. Ja, ja, das schon. Lass mal machen hier. Ups, ja, versehentlich gleich mal den Kundendienst geöffnet. Ja, mach mal ein Ticket auf.